Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zum sechsten Gruppenspiel der Gruppe E zwischen Honduras und der Schweiz. Die Schweiz muss heute siegen, sie ist zum Siegen verdammt, um dann noch irgendwie an Ecuador vorbeizuziehen und damit dann auch mit etwas Glück noch Gruppenzweiter zu werden. Wenn dann Ecuador auch gegen Frankreich verliert, wovon man ausgehen kann, aber nicht ausgehen sollte. Von daher muss die Schweiz Gas geben, um hier die Chance überhaupt noch zu wagen gegen Honduras. Honduras ja bereits sicher draußen. Nee, noch nicht sicher draußen. Mit einem Trick, wenn Frankreich gewinnt und Honduras hoch gewinnt, können sie es auch noch schaffen. Jetzt erstmal die Hymnen der beiden Mannschaften. Zuerst die von Honduras. Und das war die Hymne von Honduras. Die Fans feiern das natürlich. Und jetzt kommt die der Schweiz. Kommen wir zu den Aufstellungen. Zuerst die von Honduras. Valadares, Bekeles, Bernades, Figuera, Itzagüe, Garrido, Palacios, Garcia, Espinoza, Bengston und Costly. Trainer ist Luis Fernando Suárez. Nicht zu verwechseln mit Suárez von Uruguay natürlich. Der ja auch Luis mit Vornamen heißt. Und jetzt gleich nach den Handshakes die Aufstellung der Schweizer: Benayou, Lichtsteiner, Giroud, Senderos, Rodriguez, Berami, Inla, Shaqiri, Shaka, Mehmedi und Seferovic, Rovic und Trainer natürlich Otmar Hitzfeld. Er hat ja bereits angekündigt, nach der WM beendet er seine Karriere. Wenn er Pech hat, kann es schon heute soweit sein. Mit etwas Glück verzögert sich das noch ein bisschen. Und die Schweiz kommt noch ein bisschen weiter. Zumindest das Achtelfinale ist ja machbar, wenn man heute gewinnt. Schiedsrichter Manuel Rui Barbosa aus Brasilien. Seferovic jetzt mit dem Anstoß. Auf Shaka, Inla, Berami. Auf Shaqiri. Shaka. Mit dem weiten Ball für Shaqiri, aber der kriegt er nicht. Der war ein bisschen zu hoch für den kleinen Shaqiri. Der hätte ja geschätzte 4 Meter hoch sein müssen. Und ja, wer ist schon 4 Meter groß? Ich kenne keinen. Mehmedi jetzt hier am Ball auf Seferovic. Schickt Shaqiri, Shaqiri mit der Flanke, aber geklärt von den Hondurianern. Garrido jetzt erstmal auf Garcia. Garcia auf Garrido. Bekeles am Ball. Bekeles auf Garcia auf Bekeles. Ich hoffe, Figuera kriegt nie mehr den Ball hier. Mehmedi jetzt hier. Mit dem Schuss gehalten. Nachschuss Shaqiri. 1-0 Schweiz. So schnell kann es gehen. Honduras liegt in der 8. Spielminute mit 0-1 hinten. Sherdan Shaqiri, der Torschütze für die Schweizer. Hier der schöne Schuss, da konnte der Torwart noch halten, aber dann hatte er keine Chance mehr. Und Sherdan Shaqiri kann den Ball ins Netz unterbringen. Ohne größere Probleme dabei zu bekommen. Und jetzt die 8. Spielminute. Shaqiri mit dem 1-0, wie gesagt, hier im Estadio do Maracana. Und Bengston wird jetzt den Anstoß hier ausführen. Auf Palacios, Costly, auf Garrido.
Wie reagieren die Hondurianer jetzt? Ein Unentschieden reicht ja auch nicht. Da muss man siegen und Glück haben, dass die Ecuador, dass Ecuador vielleicht auch ziemlich hart von Frankreich eingeschenkt bekommt. Ansonsten wird das nichts mehr. Garrido jetzt hier erstmal am Ball. Probiert den Ball dann nach vorne zu bringen, aber die Schweizer sind dazwischen. Seferovic. Seferovic auf Lichtsteiner. Lichtsteiner für Berami. Berami auf Inler. Der Kapitän der Schweizer auf Berami. Wird kurz gestört, aber Mehmedi setzt danach. Und da liegt noch ein Schweizer am Boden. Der heute schon fast. Ist da zu Boden gegangen. Giroud ist das. Wurde Giroud jetzt ausgewechselt? Es sieht so aus. Giroud muss das Feld verlassen. Cher kommt dafür rein. Hier sehen wir nochmal das Tor von Shaqiri. Klasse gemacht. Stand genau richtig. Und jetzt hier wieder die Schweizer. Senderos. Cher. Der neue Mann. Lichtsteiner. Berami. Berami auf Xhaka. Xhaka auf Berami. Berami jetzt wieder. Auf Seferovic. Seferovic auf Shaqiri. Shaqiri auf Inler. Inler auf Rodriguez. Berami am Ball. Berami auf Inler. Rodriguez. Verliert hier den Ball. Rodriguez jetzt mit dem Einwurf auf Inler. Berami. Berami auf Lichtsteiner. Wieder Berami. Lichtsteiner, Berami. Xhaka. Xhaka jetzt. Xhaka immer noch am Ball. Raus auf Mehmedi. Der kann den Ball aber nicht verarbeiten. Honduras jetzt im Ballbesitz. Über Garrido. Garrido. Auf Bekeles. Bekeles. Mit dem Seitenwechsel. Auf Espinoza. Palacios jetzt. Auf Costly. Espinoza. Wieder Costly. Garrido. Auf Bekeles. Bekeles. Auf Bengtsson. Bengtsson auf Garcia. Garcia, was macht Garcia jetzt? Garcia passt weiter zu Bengtsson. Bengtsson mit der Flanke. Aber das war Abseits. Hier sehen wir es nochmal. Klar Abseits. Und jetzt wieder die Schweizer über Senderos. Berami. Berami auf Cher. Lichtsteiner. Auf Berami. Senderos. Auf Berami wieder. Inler. Auf Berami. Auf Seferovic. Und der Ball ist wieder weg. Aber die Schweizer arbeiten gut hinter dem Ball. Honduras hier mit 87% angekommenen Pässen. Die Schweizer mit 91%. Jetzt Seferovic. Auch da direkt wieder nachgesetzt von den Schweizern. Inler. Berami. Auf Shaqiri. Sherdan Shaqiri, der Torschütze zum 1:0. Lichtsteiner. Verliert hier den Ball gegen Itzagüe. Aber auch der kann den Ball da erstmal klären sogar. Ich hätte gedacht, der Ball wäre schneller wieder weg gewesen. Shaqiri jetzt aber. Berami. Auf Inler. Inler. Was macht Inler jetzt? Auf Rodriguez erstmal. Wieder Inler. Der könnte jetzt flanken. Inler passt aber erstmal. Zu Mehmedi. Wieder Inler. Inler im 16er. Inler. Schießt Tor. Da ist das 2:0 durch den Kapitän der Schweizer. Inler legt hier direkt einen nach. Die Schweizer wissen, sie brauchen heute, wenn sie Pech haben, viele Tore, weil sie eventuell sogar noch an die Schweiz rankommen müssen. Je nachdem, was Ecuador gegen Schweiz macht.
Franz hier das 2:0 durch Endler. Gökhan Endler mit dem 2:0 für die Schweiz in der 37. Spielminute im Estadio do Maracanã hier mitten in Rio. Das legendäre Estadio do Maracanã. Costly hier am Ball. Costly für Honduras auf Palacios. Palacios hier 7 Minuten vor der Halbzeit auf Espinoza. Espinoza mit der Flanke, aber problemlos abgefangen von den Schweizern, die da nichts anbrennen lassen hinten. Senderos konnte den Ball da klären, ist jetzt auch wieder am Ball. Läuft jetzt hier ein paar Meter. Schweiz hier mit 60% Ballbesitz. Honduras nur mit 40%. Und jetzt wieder Honduras im Ballbesitz. Bekeles auf Garcia zu Garrido. Figueroa, so wahrscheinlich. Oh Mann, ey. Der hat echt einen Hammernamen. Bekeles auf Palacios. Palacios mit dem weiten Ball. Aber da haben die Schweizer hinten aufgepasst. Trotzdem, die Hondurianer setzen direkt nach. Itzaguri auf Palacios. Palacios auf Garrido. Garrido zu Bekeles. Bekeles, wieder Garrido. Aber der verliert den Ball hier. Die Schweizer können den Ball erstmal klären. Xhaka auf Seferovic. Raus zu Shaqiri. Zu Berami. Berami, was macht der jetzt? Zu Inler. Auf Xhaka. Xhaka auf Rodriguez. Rodriguez für Berami. Auf Xhaka. Auf Seferovic. Seferovic auf Lichtsteiner. Zu Xhaka. Auf Lichtsteiner. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Gleich wird der Halbzeitpfiff erfolgen. Senderos. Passt hier zurück zu Rodriguez. Der Wolfsburger auf Berami. Auf Inler. Und da ist der Halbzeitpfiff erfolgt. Honduras 0. Die Schweiz 2. Hier im 6. Gruppenspiel der Gruppe E zur Halbzeit. Honduras 0, die Schweiz 2. Die Tore Inler und Shaqiri, beziehungsweise, wenn wir es chronologisch richtig machen wollen, Shaqiri und Inler. Hier sehen wir nochmal das Tor von Shaqiri und hier sehen wir die Statistik. Honduras 40% Ballbesitz, die Schweiz 60%, Passgenauigkeit 86% zu 92%. In beiden Belangen die Schweiz besser. Und jetzt geht's direkt in die zweite Hälfte zwischen Honduras und Schweiz. Costly hat den Anstoß auf Bengston zu Palacios. Wieder Bengston auf Costly. Costly zu Espinoza, zu Palacios. Der auf Itzaguri. Und Espinoza kommt da nicht an den Ball ran. Und jetzt erstmal Freistoß für die Schweizer. Weil das da gerade ein schickes Abseits war. Garrido aber am Ball für Honduras. Auf Bekeles. Bekeles in die Mitte zu Palacios. Weiter zu Itzaguri. Mit der Flanke. Aber da haben die Schweizer aufgepasst. Lassen hier nichts anbrennen. Und jetzt wieder Berami. Aber auch da. Honduras wach. Trotzdem Einwurf für die Schweiz. Shaqiri wird den Einwurf ausführen. Auf Scher. Scher. Was macht der jetzt? Pass raus auf Shaqiri. Aber der verliert den Ball erstmal. Espinoza auf Figueiro. Itzaguri auf Espinoza. Wieder Itzaguri. Wieder Espinoza. Palacios. Itzaguri. Die haben jetzt hier ein Dreieck gebildet. Auf Costly. Costly verliert hier den Ball gegen Shaqiri. War es überhaupt Shaqiri, der danach gesetzt hatte? Ich glaube schon. Inler jetzt hier am Ball. Inler, Gökhan Inler auf Rodriguez zu Xhaka.
Hier sehen wir Espinoza und Xhaka im direkten Vergleich. Beide 90% der Pässe sind angekommen. Rodriguez hier am Ball. Auf Berami. Auf Scher. Zu Lichtsteiner. Auf Berami. Xhaka. Xhaka immer noch am Ball. Xhaka. Auf Rodriguez. Zu Xhaka. Auf Berami. Zu Inler. Inler hier raus auf Rodriguez. Der weiter zu Mehmedi. Mehmedi mit der Flanke, aber abgefangen von Bernardes, der da gut aufgepasst hat. Bengtsson jetzt hier am Ball für Honduras auf Palacios. Mit dem weiten Ball für Espinoza. Espinoza mit der Flanke. Aber auch die wieder abgefangen. Mehmedi auf Xhaka. Xhaka zu Seferovic. Der auf Shaqiri. Sherdan Shaqiri. Sieht jetzt hier aus Mehmedi. Aber der wird erstmal aufgehalten. Rodriguez am Ball. Setzt da gut nach. Inler. Auf Berami. Berami auf Inler. Zu Rodriguez. Wieder Inler. Auf Seferovic. Seferovic probiert's mit dem Pass. Inler. Immer noch Inler. Auf Rodriguez. Rodriguez zu Berami. Espinoza hat hier den Ball jetzt für Honduras. Der Ball wurde erobert. Bengtsson. Bengtsson raus auf Garrido. Garrido. Geht hier noch was? 71 Minuten sind gespielt. 19 noch auf der Uhr plus Nachspielzeit. Die Flanke. Aber die Flanke war missglückt. Und jetzt die ersten Wechsel. Delgado für Garrido und Szczęsny für Mehmedi. Beide Teams wechseln einmal, bringen frische Kraft von der Bank. Mal schauen, was die noch bringt, die frische Kraft. Delgado hier frisch im Team. Für Garrido. Bei Honduras und bei den Schweizern hat Szczęsny frisch ins Team gespült für Mehmedi, der jetzt von der Ersatzbank aus zugucken darf. Shaqiri erobert sich hier den Ball auf Seferovic. Der verliert den Ball aber wieder. Palacios auf Espinoza. Espinoza zu Kostli. Kostli kommt da nicht vorbei an Lichtsteiner. Aber Einwurf für Honduras. Und jetzt der nächste Wechsel bei Honduras. Palacios kommt rein. Kostli geht raus. Palacios für Kostli. Jetzt haben wir zwei Palacios auf dem Platz. Ich glaube, sie sind nicht verwandt. Der erste Palacios auf Delgado. Der Schuss aber kein Problem für Diego Benaglio, dem Torhüter, der Wolfsburger, der den Ball da problemlos aufnehmen kann. Aber vielleicht geht hier noch was für Honduras. Wobei sie ja natürlich ein paar Tore mehr brauchen. Jetzt hier erstmal der Ballverlust von Shaqiri. Palacios jetzt am Ball. Palacios auf. Er gibt den Ball noch nicht ab. Jetzt auf Espinoza zu Bengtsson. Auf Garcia. Palacios wieder am Ball. Weiter Ball auf Delgado. Der kriegt ihn nicht ganz. Palacios setzt aber nach. Trotzdem die Schweizer weiter im Ballbesitz. 81 Minuten sind gespielt. Die Schweiz immer noch mit zwei Toren vorne. 2:0 gegen Honduras. Hier im sechsten Gruppenspiel der Gruppe E. Delgado jetzt vielleicht mal. Delgado, der frische Mann, der hat noch Kraft. Weiß aber nicht so recht, wohin mit seiner Kraft. Espinoza. Auf Delgado wieder. Delgado auf Espinoza. Espinoza zu Bengtsson. Bengtsson mit der Flanke, aber die war eher in den Rückraum. Und da stand halt keiner von Honduras. Demzufolge die Schweizer im Ballbesitz mit Inler, dem Torschützen zum 2:0. Auf Shaqiri, dem Torschützen zum 1:0. Und der verliert erstmal den Ball.
holt aber den Einwurf raus. Und der nächste Wechsel deutet sich an. Trimic kommt rein für Seferovic. Trimic, der ja nächste Saison bei Bayer Leverkusen unter Vertrag stehen wird, kommt hier für Seferovic in der 88. Spielminute. 2,5 Minuten noch, plus Nachspielzeit. Das wäre ein gutes Ergebnis für die Schweiz. Je nachdem, was Ecuador hier gegen Frankreich macht. Wenn Ecuador verliert oder unentschieden spielt, wäre die Schweiz damit weiter. Und bei einem Sieg müsste man halt gucken, wie das mit dem Torverhältnis aussieht. Inler jetzt hier. Inler auf Trimic. Trimic. Trimic auf Rodriguez. Zu Szczymajli. Aber der verliert den Ball hier. Beckel, es kann erstmal klären. Aber trotzdem, die Schweizer setzen nach. Szczymajli. Szczymajli. Immer noch ein Ball. Auf Trimic. Trimic mit dem Schuss. Da ist das 3:0 in der 90. Spielminute. Durch Trimic. Der knipst da auch noch. Er macht da weiter, wo er bei Nürnberg zuletzt aufgehört hat. Knipst und knipst und knipst. Auch wenn er den Nürnberger Abstieg nicht verhindern konnte. Aber trotzdem gut gemacht von Trimic. Genau die Lücke ausgenutzt. Die Nummer 7 von Honduras da noch getunnelt. Und zum 3:0 den wahrscheinlichen Endstand eingeschoben. Honduras 0, Schweiz 3, hier im 6. Gruppenspiel der Gruppe E. Und das Spiel wird gleich wahrscheinlich von Manuel Rui Barbosa abgepfiffen. Der Schiedsrichter hat hier, ja, keine schlechte Arbeit geleistet. Bengston jetzt hier nochmal am Ball. Für Honduras war es das. Die verabschieden sich hier aus dem Turnier ohne Sieg. Und da ist der Schuss für Honduras 0, Schweiz 3 im 6. Gruppenspiel der Gruppe E. Wenn euch die Prognose gefallen hat, wie immer einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, ein Abo dalassen. Und ja, ich würde mich auch über euren Tipp in den Kommentaren freuen. Ich verabschiede mich für heute, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, ciao!